Macke, war, was machst du denn da? Hier, wenn es warm ist bei dir hier oben, ist mal so Brille warm mit 35 Grad, dann habe ich jetzt hier ein kombiniertes Multitool. Ja, boah, weil du so eine Mähne hast, was hier ich mache. Ja, kann ich auch hier Kopfhaar schneiden. Sag mal, gibt es da eigentlich auch diese Dinge, so als elektrische Zahnbürste so im Aufsatz? Also ich föhne mein wallendes Haupthaar. Das wäre doch noch hier, so ein Zahn, kannst du gleichzeitig telefonieren und Zähne putzen. Hast du dein Telefon ausgemacht? Also, du kannst hier ich glaube, die Leute sind schon online. Mein Telefon. Ach, Mensch, ja, hallo. Hm. Hallo, Borkheide, hallo, Welt, da sind wir wieder. Matze und Lutze. Tag. Wir haben nichts zu sagen. Du hast die Kamera oben nicht richtig zugeklappt übrigens heute. Das verwirrt mich beim Gucken. Ja, guck doch da nicht hin. Warte mal. Nein, das ist doch gut. Hör auf, wackeln. Jetzt sieht's besser aus. Wir haben nur Sport, ne? Ich habe keinen Sport, aber wenn du Sport hast... Sportabzeichen mit Hula Hoop und Poi basteln. Genau, wir blenden. Na, hier, guck mal, du blendest ja hier nochmal den Hinweis aufs Drachenfest und genau, mach ich. Fürs Wochenende ein, Samstag. Und da haben wir nämlich, das sieht man da so am Rand rechts neben der gelben Schrift, da steht nämlich Hula Hoop basteln. Das kann man nicht lesen. Und Poi basteln. Mit, nämlich, wer die Fireflies wieder mal in Aktion sehen möchte, zumindest beim Basteln, geht dort bitte hin. Am 31.08. Von 11 bis 18 Uhr. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst dann die Regenjacke mitnehmen, dazu kommen wir nachher noch. Wieso Regen? Ja. Hm. Und die nächste Veranstaltung ist im September, Beachvolleyball. Nicht zu vergessen, am gleichen Tag ist der Sportabzeichentag. Ach so, beim Hula Hoop Basteln. Ja, wenn man das Blatt rumdreht, hast du es hier? Nee, ne? Nee. Nee, doch. Hast du in einer anderen Sendung schon drin gehabt? Sportabzeichentag beim BSV 90. Also am gleichen Tag findet ihr auch sicher die Informationen auf der borkheidersv90.de Webseite. Hm. Und Beachvolleyball im Waldbad. Aber Beachvolleyball im Waldbad am 6.9. Am 6.9. Also im September. Das ist der Sonntag, ne? Ist schon wieder ein Sonntag? Sonntag. Mhm. Ja, so wie ich gehört habe, sind schon 5 Mannschaften gemeldet. Und wie gesagt, 6.9. dann auch mal für alle, die noch nie im Waldbad waren, Schnuppertag, Tag der offenen Tür. Aber wer zum Tag der offenen Tür reinkommt, der feuert auch gefälligst die Mannschaft mit an. Ich komme auch. Warum du kommst, das weiß ich schon. Ich feuere. Du feuerst dir ein, ja. Ja. Mhm. So, und Fußball war wieder gewesen, und zwar diesmal ein richtiger Pokalkrimi. Die Herren der E-Jugend. Die Herren. Die Herren der E-Jugend. Wie alt sind die? Haben Pokal gespielt, und zwar gegen eine Belziger Mannschaft und sind in die zweite Runde eingezogen mit 5-4. Bei drückenden Temperaturen gaben die Jungs ordentlich Gas und belohnten sich durch das 1-0 von Mika. In der zweiten Halbzeit ging es flott weiter, 2-0 durch Max nach starkem Pass von Mika. Dann kamen die Belziger zurück ins Spiel und schafften in kurzer Zeit das 2-2. Nicht geschockt erzählte Willi das 3-2 gegen Belzig. Nee, Belzig antwortete unverzüglich dann mit einem 3-3. Ja, das ist so hin und her, ging das da so richtig. Und dann wieder Mika mit 4-3 und wieder Belzig mit 4-4. Und die letzten Worte hatte die Borkheider-Truppe hier natürlich mit scharfer Hereingabe von Pepe und Emil erzielte den Siegtreffer 5-4. Die Jungs waren erschöpft und glücklich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, tolle Sache. Und hier ist noch mal ein kleines Gruppenfoto von den Jungs. Gute Moral und perfekter Team-Kampfgeist. Und um jetzt gleich noch weiterzumachen, auch die Herren hatten ein Fußballspiel. Ich war nicht da. Die sollten sich mal die Nachwuchsmannschaft ranholen, damit sie auch mal wieder gewinnen können. Hier, wir haben ein neues Mannschaftsfoto von der Herrenmannschaft. Na, immerhin. Ganz schick und hat auch viel Beifall gebracht. Und ja, ansonsten haben sie irgendwie gegen Turbine Potsdam 55 gespielt und 0-1. Mehr sagen wir dazu einfach gar nicht. Ich komme beim nächsten Mal wieder rum und dann möchte ich mal ein paar Tore sehen. Wir sagen dazu nichts. Da sagen wir nichts mehr zu. Das ist. Nee. Ach so, apropos, doch, wir sagen noch eins. Und zwar am Sonntag geht es gegen Babelsberg in Babelsberg. Und zwar zum ersten Spiel in der neuen Hinrunde. In der neuen Hinrunde. So richtig Spiel? Am Sonntag in Babelsberg. Ich nehme an, wieder auf dem Kunstrasenplatz. Ich habe die Uhrzeit gar nicht im Kopf jetzt, ob das so 15 Uhr oder 14 Uhr ist. Müssen wir nochmal nachgucken. Hast du eigentlich gar keinen Kalender hier? Ich habe hier keinen Kalender hier. Wofür? Ja, dass man mal sagt, dass der Sonntag wäre dann der zum ist, Beispiel... Das ist Sonntag. Ist das nicht der eine? Der erste?
Welcher ist denn? Nee, das ist Montag, der 31. Der 30. am Sonntag. Der 30. 30. Am 30. Genau. Spielen die Herren das erste Spiel auswärts gegen Babelsberg. Auf welchem Platz? Auf dem, ach so, in Babelsberg auf dem Platz. Ah ja, okay. Ja, auf Babelsberg auf dem Platz. Ich nehme an, da ist ein Kunstrasenplatz wieder da, wo wir da schon mal waren, wo sie gewonnen hatten letztes Jahr in der Hinrunde. Nein, das war in Babelsberg, die Hinrunde. Warst du da nicht mit, glaube ich? Das war in Rehbrücke. Da warst du nicht mit. Das war nicht Rehbrücke, ach, das war Babelsberg. Ich war in Rehbrücke übrigens mit. Das war das erste Spiel gegen Babelsberg und das haben sie auch gewonnen gehabt letztes Jahr, also vorletztes Jahr. Ja, dann wissen sie, wie es geht. Dann klappt das so diesmal auch wieder. Ich sag dazu nicht. Geht das? So, jetzt kommen wir zum Wetter. Das was war denn schnell Wetter? Warte, Wetter. Warte, pass mal auf, mein Freund. Jetzt bin ich dran. Weil mit dem Wetter, da haben wir schon mal drüber geredet. Du brauchst gar nicht zu bocken. Weil dein Wetter, ja? Da ist der Lutze dran. Ja, und was siehst du? Das ist Matzes Glaskugel. Jetzt kann er mal Wetter ansagen. Ich brauche hier eine Glaskugel. Matze? Sag an. Traut er sich nicht. Wetter. Jetzt kommt das Wetter. Du siehst komisch aus, durch die Glaskugel betrachtet, muss ich sagen. So, Matze, komm. Erzähl. Kann man damit auch dir vom Kopf werfen, wenn du mir Blödsinn erzählst? Du sollst Wetter machen. Ich habe dir die extra gekauft. Flugeigenschaften dir einer, uns, wir damit machen mal eine Wetter Analyse. Flugeigenschaften einer Glaskugel bei der Landung an Lutzes Kopf. Was ist denn jetzt mit dem Wetter? Das Wetter ist ein verrückter Sonne-Wolken-Mix in dieser Woche. Die Temperaturen fallen Richtung Wochenende immer weiter runter bis auf knapp 20 Grad Richtung Sonntag und vermutliche Regenschauer werden wir sehen. Erstens heute Mittag, 12.55 Uhr in Stahnsdorf. Habe ich selber erlebt, hat es geregnet heute ganz kurz. Und Mittwoch sowie, ja, gar nicht so schön, Richtung Samstag, Sonntag vermehrte Regenschauer mit möglicherweise bis zu 8 Litern pro Quadratmeter. Das glaubst du alles nicht, ich weiß es, aber ich lasse dir die Glaskugel hier. Kannst du noch ein bisschen Selbststudium machen? Das ist kein schönes Wetter, das will ich gar nicht sagen. Es wird Zeit, dass es mal ordentlich regnet. Müsste eigentlich mal ordentlich durchregnen. Ordentlich weil, nicht. Doch, das ist ja, so müsste, trocken. Ja, aber kommt nicht. Na, siehst du, sage ich doch. Bin ich aber auch nicht schuld. Frag mal Jörg, das ist mein Wetterdienst. Hallo Jörg, mach was. Jo. Okay. So, und dann ist nämlich ab dem 31.08. auch im Waldbad die verkürzte Öffnungszeit zu beachten von 11 bis 18 Uhr, weil es ja dann für morgens immer bei dem Wetter noch nass auf der Wiese ist und abends ja schon so früh dunkel wird. Wir waren am Freitag am Waldbad, ne? Waren wir? Ja. Was war Freitag? Na, da waren die Unterwasserschwimmer da. Wir haben vergessen fast, wa? Nee, die haben wir nicht vergessen, die kommen jetzt. Wo steht denn das? Na da, guck mal, unter Wetter. Da steht nichts auf dem Plan, sag mal. Ja. Ich mach dir gleich ein Foto von deinem Plan, da steht überhaupt nichts. Ja, die haben sauber gemacht. Ich hab doch gerade gesagt, wir haben noch was vergessen, das war zu wenig. Doch, haben sauber gemacht. Ah. Guck mal, hier haben wir ein kurzes Video von denen, die waren unter Wasser. Ja, guck mal, danke an Mike und Marco. Die haben uns mal wieder so ein bisschen den Beckenboden entrümpelt. Und auch gleich noch den Schlüssel Nummer 67 wiedergefunden und so andere kleine die, Sachen. Die haben so einen kleinen Bauchnabelpiercing gefunden, so mit ja, so einem blauen ja. Steinchen dran. Aber ob das noch da ist, weiß ich nicht. Oder? Also wer sein Bauchnabelpiercing vermisst, ja. Können wir jetzt nicht auf die Liste packen, der wiederzufindenden Sachen. Ich weiß doch, nicht, das ist im Schreibtisch weiß. Unten in so einem Fach drin. Okay, ja. Wenn du das besser weißt als ich. Ich habe es da reingelegt. Mhm. Ja, mittlerweile haben wir auch zwei Apple Watches gefunden, die auch schon wieder den Eigentümern A übergeben sind und demnächst übergeben werden. Mhm. Ja, also ist immer was los unten auf dem Boden. Also Schatzsucher, gern willkommen. Gut. Goldener Ohrring wurde auch schon wiedergefunden und übergeben. Und du stehst auf dem Kopf. Mit der neuen Brille siehst du scheiße aus. Was soll ich jetzt dazu sagen? Nichts. Ich sehe nicht scheiße aus. Kann ich jetzt sag ich das Wort mit SCH sagen? SDH? Echt, ist gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis nächsten Montag. Mal gucken, was wir da zu berichten haben. Lutze! Und? Matze. Matze. Ja. Und tschüss. Tschüss.